Hallo bei wetter.net an diesem freundlichen Dienstag. Heute gibt es verbreitet nochmal eine richtig dicke Ladung Sonnenschein. Aber das schöne Wetter neigt sich nun allmählich dem Ende entgegen. Ihr seht hier hinter mir schon die berechneten Niederschlagssummen bis Ende der Woche. Da steht uns also ein Wetterumschwung bevor, hin zu deutlich wechselhafterem und nassen Wetter. Und da schauen wir doch mal, wie sieht's denn aus in der Wetterküche? Und wir sehen, das Hochdruckgebiet verabschiedet sich und stattdessen gelangen wir nun in den Einflussbereich eines Tiefdruckgebietes. Und das rückt uns immer mehr auf die Pelle und bringt dann das ungemütliche Wetter. Gleichzeitig schiebt es aber zunächst nochmal milde Luftmassen zu uns. Das sehen wir ja auch im Luftmassenfilm, wie sich die milden Luftmassen nochmal in den Süden Deutschlands kämpfen und auch die kalten Luftmassen nach Norden verdrängen. Da steigen die Temperaturen morgen also nochmal etwas an. Lange hält sich's aber nicht. Wir sehen schon am Donnerstag, da verabschiedet sich das Ganze schon wieder Richtung Südosten. Nichtsdestotrotz reicht es aber morgen für milde Temperaturen. Verbreitet gibt es 17 bis 19 Grad, am Rhein teilweise auch mal Werte über 20 Grad. Auch im Norden und Osten ist es etwas wärmer als in den letzten Tagen, hier meist 15 bis 16 Grad. Richtung Küsten ist es noch frischer. Und mit dem Tiefdruckgebiet kommen natürlich auch Wolken zu uns. Morgen anfangs noch ein freundlicher Tag mit Sonnenschein, doch dann ziehen von Südwesten her immer mehr Wolken auf. Und am Donnerstag ist dann nichts mehr mit Sonnenschein, verbreitet eine dichte Wolkendecke über Deutschland. Und nicht nur Wolken bringt das Tiefdruckgebiet, sondern natürlich auch Regen. Wir sehen hier schon über Frankreich, da formiert sich allmählich dieses Niederschlagsgebiet. Und das zieht dann im Laufe des Mittwochs zu uns und bringt uns dann auch am Donnerstag ziemlich ungemütliches Wetter, verbreitet mit schauerartigen Regengüssen. So sieht es dann aus am Donnerstag. Das ist die Karte. Wir sehen kaum noch die Landesgrenzen von Deutschland, weil so viele Wolken unterwegs sind. Und viele grüne Symbole, das ist Regen oder eben schauerartiger Regen. Und da schauen wir doch mal, was kommt denn da bis abends zusammen. Und wir sehen, naja, tatsächlich soll fast überall mal was runterkommen, teilweise zwar nur wenig, 1 bis 3 Liter pro Quadratmeter, aber besonders hier Richtung Nordwesten, teilweise auch mal über 20 Liter Regen pro Quadratmeter, das ist ja schon etwas. Und dann geht es natürlich auch noch ungemütlich weiter, auch am Freitag besonders in der Nordhälfte wieder viele Regenschauer mit dichten Wolken. Im Süden auch mal ein paar aufgelockerte Phasen, da zeigt sich hin und wieder mal die Sonne. So richtig freundlich wird es aber nicht. Und im Tagesverlauf, da kommen im Südwesten auch schon wieder die nächsten Regenwolken auf. Und auch das Wochenende startet ungemütlich. Da kommt nämlich schon wieder das nächste Tiefdruckgebiet herangezogen. Und auch das bringt Regen, teilweise auch länger anhaltenden und kräftigen Regen. Und dann schauen wir hoffnungsvoll auf den Sonntag, aber auch der sieht nicht viel besser aus. Erneut viele Wolken und Regengüsse. Das wird also eher ein Couch-Wochenende. Aber wir wollen es mal positiv sehen. Die Vegetation und die Landwirtschaft, die freuen sich natürlich über den Regen. Und deswegen schauen wir doch mal, was soll denn da bis Sonntagabend zusammenkommen? Und das ist auch gar nicht wenig, besonders hier in der norddeutschen Tiefebene 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Richtung Schwarzwald auch noch ein bisschen mehr. Ansonsten meist 10 bis 20 Liter. Natürlich gibt es auch wieder Regionen, wo weniger fallen soll. Das ist hier aktuell die Lausitz und auch am Niederrhein, da wird weniger berechnet, teilweise unter 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Mal sehen, wie es am Ende wirklich kommt. Es sind ja nur noch einige Tage bis dahin. Wir halten euch auf jeden Fall in den nächsten Videos auf dem Laufenden. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr die auch nicht. Und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen restlichen Tag. Genießt das schöne Wetter. Ihr wisst, bald ist es vorbei und dann brauchen wir eher den Regenschirm als die Sonnenbrille. Macht's gut!